für meine ehrenamtliche Tätigkeit in einem Projekt sozialer Arbeit in Brasilien möchte ich hiermit um eine Spende bitten. Der Sinn von Spende und ehrenamtlicher Arbeit besteht, denke ich, darin, dass sie Aufgaben erfüllen, die weder vom Staat noch von der privaten Wirtschaft übernommen werden. Vom Staat nicht, womöglich, weil er zu hierarchisch, und von der Wirtschaft nicht, weil sie hauptsächlich effizienzorientiert ist. Brasilien ist, wie große Teile des globalen Südens, vom Problem gekennzeichnet, dass wachsende Flächen des Landes von ausgedehnten Monokulturen bebaut und besetzt werden, ein Prozess, welcher immer mehr Menschen, die bislang kleinbäuerlich lebten, vom Land verdrängt und vertreibt, mit dem Effekt, dass die Städte und verstädterten Gebiete größer werden, riesige, slumartige Gegenden und Favelas entstehen, wo es an materiellen, sozialen und kulturellen Strukturen für ein menschenwürdiges Leben mangelt. In einem solchen materiell, sozial und kulturell verarmten Gebiet, in der Kleinstadt Embu-Guaçu bei São Paulo, arbeitet die Vereinigung Aramitan. Mit dem Ziel der sozialen Integration und umfassenden Entwicklung der Menschen, besonders von Kindern und Jugendlichen, wie auch der Gesundung der Umwelt. Zu den Aufgabenfeldern der Organisation gehören Musikunterricht wie Flöte und Schlagzeug mit Kindern und Jugendlichen, Theaterarbeit, Freizeitgestaltung, Umweltarbeit wie Bäume pflanzen und die Qualität des Wassers kleiner Gewässer analysieren, sowie die Nähe zur Bevölkerung pflegen. Das Ganze ist letztlich ein Beitrag zum Empowerment, also zur Stärkung der Menschen in psychischer, sozialer und politischer Dimension. Ich habe die letzten 2,5 Jahre mitgearbeitet und zu meinen Tätigkeiten gehörte Blockflötenunterricht mit Kindern ohne Eltern, Querflötenunterricht, Umweltarbeit. Weiterhin gestaltete ich Studien mit Erwachsenen, mit Themen wie der Geschichte Brasiliens im Verhältnis zu Europa, die Religionen Südamerikas, Befreiungstheologie und indigene Völker. Und ich pflegte einen begleitenden Kontakt mit Menschen an der Basis, wie mit der lokalen Bevölkerung in der Nähe der Vereinigung Aramitan und mit Gruppen anderer Gegenden, so mit Menschen indigener Völker, hauptsächlich Guaranis, mit Afro-Brasilianern im Zusammenhang mit der Religion Candomblé, und ich beteiligte mich aktiv an der Arbeit kirchlicher Basisgemeinden. Diese Nähe zu den Menschen hat aus meiner Sicht zwei Bedeutungen. Zum einen, wie gesagt, zum Empowerment beizutragen und zum anderen interkulturelle Übersetzungsarbeit zu leisten, indem ich über meine Erfahrungen Texte schreibe und diese in Deutschland veröffentliche. Diese Arbeit möchte ich nun ein weiteres Jahr lang fortsetzen und würde mich über eine Spende sehr freuen. Vieles, was unmöglich scheint, ist doch möglich, und deshalb pfeife ich jetzt eine dreistimmige Hymne an den Frieden.